Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele Jahre ging es beim Tierschutz eigentlich um fraktionsübergreifenden Konsenssuche. Aber unterdessen stellt die Union ja lieber Pappkameraden auf und blockiert Lösungen. 2013 hat Kollege Stier selbst das Verbot des Schenkelbrandes bei Pferden in letzter Minute wieder verhindert. Davon war schon die Rede. Damit, ich erkläre das nochmal, damit darf Pferden quasi ein Lobbyistensymbol in die Haut gebrannt werden. Ich finde, das ist frühes Mittelalter und gehört endlich beendet. Minister Schmidt fällt vor allen Dingen durch sprachliche Kreativität auf. Seine Tierschutzinitiative heißt eine Frage der Haltung und auch das Prinzip der verbindlichen Freiwilligkeit hat er erfunden. Sprachlich ist das zwar hohe Dialektik, zugegeben, aber leider heißt das Prinzip übersetzt verbindliches Nichtregieren. Und deshalb ist eben der Tierschutzbericht voll von Absichtserklärungen, gebraucht wird aber eine wahre Erfolgsgeschichte. Ein Lob habe ich aber trotzdem. Erstmalig enthält der Tierschutzbericht alle Anfragen der Abgeordneten. Und die 7 Seiten zeigen, das Parlament hat seine Hausaufgaben gemacht. Und zugegeben, es gibt auch Fortschritte in der Sache, aber eher trotz der Union und nicht durch sie. Obwohl ich dem Minister selbst überhaupt nicht den guten Willen absprechen möchte. Nach längerem Anlauf ist er im Herbst 2014 sogar richtig furios gestartet. Nur seitdem gibt es nichts Zählbares. Trotz eines unüberhörbaren Weckrufes im März. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Ministerium war ein richtiger Paukenschlag. Es diagnostiziert, und ich zitiere, erhebliche Defizite, vor allen Dingen im Bereich Tierschutz, aber auch im Umweltschutz. Und es hält, ich zitiere weiter, die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere für nicht zukunftsfähig. Das Gutachten kritisiert aber nicht nur, es zeigt Wege auf zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Es nimmt nicht nur die Tierhaltungsbetriebe in die Pflicht, sondern alle vom Stall und der Weide bis hin zur Theke im Supermarkt. Und ich finde das richtig und wichtig. Und auch die Mehrkosten werden geschätzt. Für einen Großteil der Tierhaltung wären das 13 bis 23%, insgesamt 3 bis 5 Milliarden jährlich. Ja, das ist viel Geld. Aber selbst wenn man das direkt auf die Verbraucherpreise umlegen würde, wären das 3 bis 6%. Ich glaube, dass das vielen der Tierschutz wert wäre. Aber als Linke sage ich auch genauso deutlich, würden Supermärkte auf etwas Gewinn verzichten, könnte man selbst diese Erhöhung vermeiden. Und das Gutachten überhaupt nicht zu erwähnen, Herr Minister, ist, finde ich, eine absolute Respektlosigkeit gegenüber den Autorinnen und Autoren. Als Linke geht es mir aber beim Tierschutz nicht nur um moralische Appelle, die durch Wohlfahrt finanziert werden. Tierschutz steht schließlich in der Verfassung. Aber stellen wir uns doch mal die Frage, warum denn Küken geschreddert werden oder Ferkeln die Schwänze oder Geflügel die Schnäbel kopiert werden, warum Kühe ganzjährig im Stall gehalten werden, trächtig geschlachtet werden oder Schlachttiere über Hunderte oder Tausende Kilometer transportiert werden. Die Antwort ist meistens, es rechnet sich nicht. Billig ist eben das völlig falsche Prinzip in der EU-Agrarpolitik. Und wer profitiert davon? Die übermächtigen Chefetagen der Handelskonzerne, Schlachthöfe und der Molkereien. Deshalb, Herr Minister Schmidt, Tierschutz ist eine Machtfrage. Halten Sie endlich mal dagegen, statt sich mit Almosen abspeisen zu lassen. Nein, ich sage nicht, dass damit alle Probleme gelöst werden. Als Tierärztin weiß ich, dass viele Vorschläge oft ein Problem lösen, aber gleichzeitig neue schaffen. Aber Kenntnislücken als Ausreden zu missbrauchen, muss endlich aufhören. Vor Jahren hat die Deutsche Agrarforschungsallianz bereits eine lange Liste mit offenen Fragen vorgelegt. Die Linke hat immer wieder das nötige Geld beantragt. Wir wären wesentlich weiter, wenn Sie endlich mal auf uns hören würden. Der Klimagipfel in Paris stellt uns übrigens noch eine weitere Frage. Nicht wie viele Tiere können, sondern wie viele Tiere müssten gehalten werden. Die Klimabilanz der Tierhaltung wird zwar aus meiner Sicht oft zu schlecht bewertet, weil CO2-Senken durch die Nutzung von Grünland nicht bedacht werden. Mir geht es aber auch beim Fleischkonsum gar nicht um Totalverzicht, aber ums Maßhalten. Weniger Fleisch tut gut, der Gesundheit, dem Klima und dem Tierwohl. Und übrigens ist auch eine geringere Lebensmittelverschwendung aktiver Tier- und Klimaschutz. Ja, beim Tierschutz wird ein breiter Konsens und Verlässlichkeit gebraucht. Eine Enquetekommission wäre genau das richtige Instrument dafür. Der Wissenschaftliche Beirat hat das vorgeschlagen. Die Linke reicht Ihnen heute noch mal die Hand dazu. Und ich hoffe, dass Sie durch diese Tür durchgehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich erteile das Wort nun der Kollegin.